Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unser Thema heute Abend heißt Einzelkämpfer. Meine Gäste sind eine Ärztin, die sich bei der Arbeit infiziert hat und seither HIV-positiv ist. Heidemarie Krämer, herzlich willkommen. Das sportliche Oberhaupt der Kelly Family, Joey Kelly, herzlich willkommen. Und Frederick Forsyth, herzlich willkommen. Hallo. Okay. Herr Forsyth, als Sie vor 3 Jahren schon mal in diesem Stuhl saßen bei mir, haben Sie gesagt, ich werde nie wieder einen Thriller schreiben. Habe ich gesagt? Haben Sie gesagt. Okay, okay. Gut. Wenn Sie sagen. Ja, ich erinnere mich gut. Gut. Und dann hat man in der Presse geschrieben, Sie hätten gesagt, Sie wollten nie wieder ein Buch schreiben. Ja, das habe ich nicht gesagt. Das hatten Sie nicht gesagt. Sein bester Schlag sei, Forsyth schreibt niemals wieder. Das habe ich nicht gesagt. Das hatten Sie nicht gesagt. Nein, ich habe gesagt, ich habe mit Thriller nur die Nase voll. Genug. Sie haben ja nun viele geschrieben und sehr... 10, aber wie viel? Genug. 10? 10, genug. Aber wie viele Exemplare haben Sie von den 10 weltweit verkauft? Etwa zwischen 50 und 60 Millionen. Zwischen 50 und 60 Millionen. Da muss man nur 10 schreiben, wenn man dann damit zu viel verkauft. Der Schakal ist ein ganz berühmtes Akte Odessa. Sie waren der Thriller-Autor. Und jetzt haben Sie doch noch mal wieder ein Buch geschrieben. Und was was ganz Neues. Ein Risiko, also eine Herausforderung. Nämlich? Das ist ein Liebesstory. Das heißt, das Phantom von Manhattan? Ja, es ist also eine Fortsetzung von einer sehr bekannten Story, der Phantom des Oper. Der Oper. Und das ist jetzt eine Liebesgeschichte? Ist eine Liebesgeschichte. Der Mann hat mit seinem zerstörten und unbegreiflich hässliches Gesicht, hat sowieso ein Herz und der kann lieben. Und in der ersten Story, der fällt in Liebe mit einer Sängerin in Oper. Und das kann nicht erfolgen. Ja. Er ist zu hässlich. Ja. Oh, also in der letzten Szene, er verschwindet. Völlig, ja. Er verschwindet und lässt sie im Leben und ihr Liebhaber, der junge französische Graf, im Leben. Ja. Aber die französische Polizei sind auf seine Spur und die wollen ihn festnehmen. Ja. Und er verschwindet in die Schatten. Und was passiert danach? Ja, ich glaube, das habe ich eingebildet, was geschah ihm danach. Wo er ging, was er tat, ob er seine Liebe wieder sah. Ja. Bevor ich Sie frage, wie Sie darauf gekommen sind, wollte ich noch sagen, was hat denn Ihr Verleger gesagt, als Sie ihm erzählt haben, Sie machen jetzt einen Liebesroman? Die Verleger und der Agent. Ja, ja. Die sind ja nicht sehr enthusiastisch. Sie waren nicht? Nein, ich kann mir vorstellen. Von Ihrer Haltung, es ist ein Thriller, ist also garantiertes Geld in der Bank. Ja. Ja. Und sie sagten, ja, sie haben eine große Gemeinde und die erwarten ein nächster Thriller. Und also warum willst du diese komische Abenteuer durchführen? Haben Sie einen Vorschuss bekommen? So, ich habe einen Gunst dafür, Lust. Haben Sie einen Vorschuss bekommen? Ja, aber nicht sehr groß. Nicht so groß wie nicht bei so groß wie früher. Wenn ich eine Fortsetzung zu Schakal schreibe, das ist viele Geld auf dem Tisch. Ja. Aber ja, das ist Nutterarbeit. Haben Sie ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht ein Flop wird? Ja, natürlich. Und habe immer. Haben Sie noch? Ja, ein Liebesstory von meinem Bleistift ist also seltsam. Ja. Ich glaube, etwa 80% meiner Leser sind wahrscheinlich Männer. Bei den Thrillern? Bei den Thrillers. Jetzt brauchen Sie Frauen. Dieser ist ein frauenorientierte Story. Das handelt um Liebe und Obsession und Hass und Rache und Sünde und Rettung. Also ein bisschen spirituell, ein bisschen geistlich, ein bisschen emotionell. Manchmal sehr traurig. Und das ist sozusagen nicht, was man von Forsyth erwartet. Aber ich wollte, wenn möglich, beweisen, dass Forsyth auch ein Herz hat. Das auch ein Herz hat. Nicht nur das Phantom hat er. Ja, ich kenne, also das, ich bin nicht nur Fachmann für
Fingernagel ausziehen. In der Zeitung stand, dass der Auslöser dazu ein Gespräch war mit Andrew Lloyd Webber, der ja das Phantom in der Oper als Musical gemacht hat. Ja, ich war so im Laune, dass ich das gesagt hatte, wie Sie mich zitiert haben. Ja. Ich wollte keinen Thriller mehr schreiben, aber natürlich war die Frage, dann, was willst du schreiben? Und ich musste sagen, ich weiß nicht, noch nicht. Ich möchte etwas anderes schreiben, aber ich weiß nicht, noch nicht. Und dann war ich zufälligerweise, wie das kommt im Leben, zu einem Abendessen mit Andrew und wir plauderten. Er sagte mir, 14 Jahre in mindestens 100 Theater in ganzer Welt, auf die Dauer, ohne Pause, spielt mein Musical. Das erfolgreichste Musical von aller Zeit. Ja. Und dennoch sagte er mir, aber ich habe niemals ausarbeiten können, was geschah zu meinem Held Eric nach dem Vorhang runterfällt. Ja. Ja, kannst du das auch ausarbeiten? Ich dachte, ja, wenn mal versuchen. Und das ist die Story. Aber wenn Sie so sagen, was passiert zu dem Held, das klingt immer so, als hätten Sie das irgendwo erfahren. Es ist doch reine Erfindung, also Fiktion. Ja, das ist reine Erfindung. Ich musste sogar zu dem, ich hatte den Musical gesehen, aber 11 Jahre früher. Ja. Ich musste zu dem Theater zurückgehen, um zu erinnern, was geschah. Dann musste ich Gaston Leroux's originalen Buch lesen. Ja. Das auch eine Erfindung. Das war die Quelle. Das ist aber auch eine Erfindung, auch eine Fiktion. Ja, also fast keiner heute liest dieser vergessene Autor. Nein, aber das war kein realistischer Roman von einer Figur, die gelebt hat. Das war für mich, war das, also ja, viele Fehler hat er gemacht. Aber sein Story hat, wie die Story von Quasimodo und Notre Dame und Robin Hood, diese sind Legende. Endlich geworden. Also mit der Vergangenheit der Jahre. Also gewisse Story werden Legende. Und also jetzt ist dieser Mann mit dem zerstörten Gesicht, also also begreiflich hässliches Gesicht, aber der sowieso liebte, ist zu einer Legende jetzt entwickelt. Ja, ja, und die haben Sie jetzt fortgeschrieben. Jetzt würde mich interessieren, bei Ihren Thrillern haben Sie viel recherchiert und Sie haben viele eigene Erlebnisse und Erfahrungen als Journalist. Sie waren ja, bevor Sie geschrieben haben, viele, viele Jahre als Journalist in der ganzen Welt. Das ist eingeflossen. Ist jetzt in diesen Liebesroman auch etwas von Ihren persönlichen Erfahrungen mit der Liebe eingeflossen? Nein, du musst einmal sagen, ich lebte niemals unter dem Pariser Oper und ich war niemals mit einer Sängerin vom Opern in Liebe verliebt. Aber Sie waren verliebt? Oh ja, selbstverständlich. Ja, hoffentlich. Ich meine, meine erste Ehezeit war mit 35 Jahren. Die erste Ehe? Ja, meine erste Ehe. Und bis dahin? Also zwischen 17, 16, 17 und 35, das ist fast 20 Jahre. Ein bisschen Sport haben wir gehabt. Da haben Sie alles erlebt und so. Und Sie waren doch auch in Ost-Berlin eine Zeit lang. Ja, ein Jahr in Ost-Berlin. Ein Jahr, 12 Monate. Das war ziemlich einsam. Das war sehr, sehr schwierig, so ein Liebesleben in Ost-Berlin haben, wenn man aus dem Westen kam. Die hatten doch sicher Angst. Ja, also die jungen Frauen hatten Angst. Sie konnten so untersucht von Staatssicherheitsdienst, die berühmte Stasis kommen, wenn sie mit einem Westjournalist zu freundlich. Also hatten sie dort keine Abenteuer? Nur eine Affäre, und das eigentlich nicht nur meine einzige Affäre in Ost-Berlin, aber die Affäre, die eigentlich zu meiner Rückkehr von Ost-Berlin in den Westen geführt hat. Ja, ja. Ja, das war ich war in einer Bar in Ost-Berlin allein, Open Café hieß er, etwa 1 Morgen. Und das war ganz leer, außerhalb Freddy und eine sehr, sehr gut aussehende junge Dame auf dem Barstuhl. Und ich sagte, ja, warum den nicht? Und ich fing an, ich glaube, sie war eine Nutte. Und ich sagte, sowieso, ja, wir können also freundlich sein. Und das weiß ich überhaupt nicht. Aber wir haben eine Affäre angefangen und das war immer ein bisschen Rätsel, dass sie sagte, sie war mit einem Gefreiter verheiratet, ein Freiter in der Volksarmee.
Und dieser Gefreite war immer in Cottbus. Immer in Cottbus. Er kam nie, er hatte niemals Freizeit nach Berlin zu kommen. Auch am Wochenende nicht. Aber sie hatten ein außerordentliches Appartement in Pankow. Pankow war so das beste Quartier. Ja. Ja, da waren die Politbüro-Lippenmitglieder, die waren ja alle in Pankow. Und vier Zimmer in Pankow, das war unmöglich. Das war damals so unmöglich. Für die Frau eines Gefreiters. Und ich konnte nicht ausarbeiten, wie die Frau eines Gefreiters ein Appartement in Pankow haben konnte. Aber ich war ein bisschen dumm vielleicht. Ich habe nicht dringend gefragt, wie kommt es, dass du hier wohnst. Und einen Abend war ich in West-Berlin, in eine kleine Bar in der Kantstraße. Und da kamen zu mir zwei, also durchsichtig Amerikaner. Offensichtlich. Ja, offensichtlich Amerikaner. Eins der Vorseite, ja. Wir wollen ein Wörtchen mit dir haben. Oder wo denn? Ja, ich mache Spaß hier. Geh mal weg. Nein, in der Ecke bitte. So, okay. Diese CIA waren sie. Selbstverständlich. CIA. Und wir gingen zu der Ecke und die sagten, ein Ratschlag von unserem Bürochef, bitte Sigi alleine lassen. Und ich sagte, ja, wie weißt du von Sigi? Och, wir wissen alles, wir sind CIA. Lass Sigi alleine. Sigi ist gefährlich für dich. Und ich sage, okay. Ich lasse Sigi alleine, wenn du mir sagst, warum ist sie gefährlich? Angeblich war Sigi die Hausfreundin des Verteidigungsministers der DDR, General Karl-Heinz Hoffmann. Oje. Der also wahrscheinlich nicht ein großer Humor hätte, wenn er wusste, dass er war der, sein Appartement, ich war der Spaß. Also, Sie waren damals noch jung und er war wahrscheinlich schon älter. Vier Tage später kam ich von Berlin aus. Ich dachte, das war besser auszukommen. Sind Sie ein Einzelkämpfer, wenn Sie da sitzen und Ihre Bücher allein schreiben? Ja, also ist das vielleicht schreiben ist ein Kampf. Ja, einsam ist das, muss man sagen. Einsam ist das Schreiben. Einsame Arbeit. Es sind keine Kollegen, keine Freunde, keine Unterstützung, keine Hilfe. Und man sitzt allein mit 1000 weiße Blätter Papier oder eine Schreibmaschine. Und das ist es. Entweder man schreibt 600 Seiten oder nicht. Ja. Aber man kann nicht sagen, nee, ich will einen Kollegen, um ein bisschen Mithilfe zu haben. Nee. Das kommt nicht man mit. Ist beim Schreiben ist ganz, ganz einsam. Also. Aber bevor Sie geschrieben haben, sagte ich schon, waren Sie Journalist. Und da haben Sie einmal sehr auch gekämpft und auch ganz allein. In dem legendären Biafra. Ja. 30 Jahre. Meistens, glaube ich, sind sie zu jung für Biafra. Aber wissen Sie was? Das war zwischen 67 und 70. Ja, aber ich will Ihnen etwas sagen. Selbst Junge, die gar nicht wissen, was damals dort passierte, für die ist Biafra immer noch ein Synonym für verhungernde Kinder in Afrika. Ja. Die Biafra-Kinder sind bis heute ein Begriff. Und Sie waren als Journalist dort? Ja, ich war einer der Ersten. Der Erste rein, ich glaube, und der Letzte aus. Für die BBC? Ich ging für die BBC, ja. Zum Ersten wollten sie sagen, ja, unser Korrespondent in Lagos, das ist die föderale Hauptstadt, es gibt einen Stammaufstand, ja. So eine ganz Kleinigkeit, nicht sehr wichtig, aber wir wollen ein paar Berichte von der Rebellenseite. Okay, geh mal hin. Okay, ich ging. Und die sagten, das wird wahrscheinlich eine Woche, vielleicht 10 Tage dauern, nicht mehr. Und dieser herrlicher, britisch trainierter nigerianische Armee wird also dieser kleine Stamm also umwickeln und das wird alles sein. Also 3 Monate später kam ich zurück, ich wurde herbeigerufen und die sagten, sie haben unser Auslandsministerium nicht gefallen. Ihre Berichte waren so ein bisschen, ja, so ein bisschen also einseitig. Ich sagte, ja, ich war nur auf einer Seite. Und mein Kollege in Lagos war auf der anderen Seite. Nein, das ist nicht, also die Sache ist, du hast also unser Außenministerium entsetzt. Okay, was denn? Ja, du gehst niemals in Ausland für die BBC. Und ich ging zum Parlament, 5 Monate. Und im Februar 68, ich sah, dass dieser 10-tägige Krieg war jetzt schon nur 9 Monate. Und da fangen an, die Darm der Kinder zu sterben, durch Hunger. Und ich sagte, ich will zurückgehen. Und die sagten, überhaupt nicht.
du gehst nicht für die BBC. Sie haben Dinge gesagt, die das Außenministerium nicht hören wollte. Ja. Nämlich, dass die Engländer Waffen geliefert haben, meine Forschungen hatten später enthüllt, dass eigentlich trotz Wilson, der eigentlich gelogen hat im Parlament, lügte er. Der sagte, wir schicken keine Waffen zu Nigeria. Und das war nicht, das war nicht wahr. Die Leute starben unter britischen Granaten und britischen Bomben. Und das habe ich enthüllt und habe ich sehr unpopulär, sehr unbeliebt. Sie mussten gehen. Sie sind dann privat noch mal hin. Ja, ich ging zurück als Freiarbeiter. Mitarbeiter. Ja, man kann diesen Skandal damals, weil es ja um den Tod von vielen Kindern ging, nicht vergleichen. Aber trotzdem, wir haben ja jetzt auch einen großen Skandal in Deutschland. Ja. Wird das in England, in Großbritannien verfolgt? Oh ja, jeden Tag. Also die beste Zeitung, der Telegraph, Times, Guardian und so weiter, sie haben mehr eine halbe Seite jeden Tag. Und was sagen Sie als Engländer darüber? Von meinem Standpunkt, was mich erstaunt, ist, dass Sie erstaunt sind. Das ist gut. Für Sie wäre das, in England wäre das nicht so eine große Affäre? Ja, doch. Nein, Korruption bei uns ist also 3 oder 4 Abgeordnete, die eine freie Weekend in ein Hotel haben. Ah ja. Schlimmer geht es nicht. Mehr nicht. Und Sie meinen, wir hätten erwarten müssen, dass es so ist bei uns? Ich wusste schon bevor. Wesentliche Korruption in der deutschen politischen Welt. Meinen Sie, wenn unser erster Minister zu einer Konferenz gehen, und das passiert auch hier in Deutschland, der Chef der Geheimdienst kommt ein und er gibt ein Briefing, Sie werden diese Leute entgegenkommen, erster Minister, so hier, das ist Andreotti aus Italien, er ist so und so und so und so. Und Margaret Thatcher hat eine Briefing über Andreotti gehabt. Das war also so skandalös, dass sie konnte seine Gefühle für ihn nicht enthüllen, nicht verhüllen. Ein übler Zwerg, der Mann. Da war völlig korrumpiert. So die ganze Regierung Italiens war völlig korrumpiert. So schlimm ist es noch nicht bei uns. Nein, das wollte ich mal sagen. Sie sind nur Anfänger. Ja. Im Vergleich mit Italien, mit Spanien, mit Frankreich und mit Belgien. Aber Sie fangen nur an. Ja, aber wir sind vielleicht auch ein bisschen korrekter, die Deutschen, und deswegen sind wir jetzt ziemlich entsetzt. Ja, im Sinne, Sie haben die Skandal enthüllt. Ja. In Frankreich wäre das niemals enthüllt. Wir haben die Pfeifenblase, wir sind ja Whistleblowers, ja. Die werden in Frankreich erledigt. Sie meinen die geht sehr schnell unter einen LKW in Frankreich. Oh ja, die das herausgebracht haben. Ja. Die Herausbringer. Da hat auch bei uns die Presse gut funktioniert. War für mich eine Erstaunung. Und zwar auch die Presse, die eigentlich politisch auf der Seite von der CDU stand. Das ist schon ganz erstaunlich, dass das so... es ist auf jeden Fall sehr spannend. Eigentlich ist es schade, dass Sie keine Thriller mehr schreiben. Das wäre ein fantastischer Stoff. Das Material ist da. Ne? Ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich das alles, was Sie jetzt erfahren, vor 2 Jahren geschrieben. Und dann hätte der deutsche Verleger gesagt, um Gottes Willen, Freddy, du gehst zu weit. Ja. Aber jetzt kann ich das schreiben. Jetzt können Sie konnte schreiben. Ich das schreiben. Und Sie wollen wirklich keinen Thriller mehr? Nein, nicht mehr. Aber vielleicht wenn ich das vermeiden kann, möchte ich nicht. Ich will also die zweite Material nicht zweimal benutzen. Ja. Ich habe Schakal, der war ein Assassin, ein Killer, da habe Nazis genug, da habe Söldner genug. Russische Mafia. Russische Mafia, Spionen. Das reicht. Ja. Jetzt kommt nur noch die Spurion bis zum Augen. Und also Mittelost habe ich angefasst und Russland und Kalte Krieg und so. Was sonst kann ich also schreiben? Also die islamische Fundamentalisten, keiner kann verstehen, was sie wünschen. Ne? Außerdem Kokain und Kolumbia schon getan. Alles gibt's IRA in Irland, um Gottes Willen. Also bleibt nur noch die Liebe. Ich hoffe, es wird ein Erfolg, ohne Thriller. Ich wünsche es Ihnen. Ich finde es schön, dass Sie das mal was ganz anderes machen. Die meisten Menschen kommen gar nicht an den Punkt, wo sie sagen, jetzt habe ich genug von dem, was ich immer gemacht habe, gerade wenn es erfolgreich ist und viel Geld bringt, und jetzt mache ich mal was anderes. Man muss ein bisschen Risiko im Haben leben. Sehr schön. Im Leben haben, ja? Ja, danke. Okay. Danke. Joey Kelly.
Hallo. Frederick Forsyth war schon mal im Boulevard, Sie nicht, aber zwei Geschwister von Ihnen. Das stimmt. Paddy und Maite. Und beide sind jünger. Das stimmt. Die Maite ist die jüngste Mädchen und Paddy ist dazwischen. Also dazwischen. Wie sind Sie in der Geschwisterreihe? Wo stehen Sie da? Ich bin fast in der Mitte. Also ich bin der fünfte, also es gibt vier Kleinen unter mir und dann gibt es sechs Größen über mir. Ah, also ich ziemlich genau in der Mitte. Und was sind Ihre Aufgaben in der Kelly-Familie? Jeder hat ja auf der Bühne eine Position, macht irgendetwas, alle treten auf. Ja. Und hinter den Kulissen. Ja, also wir sind eine Firma, das heißt, wir sind eine Familienfirma. Wir haben alles aufgebaut, von die Straßen zu das, was wir jetzt heute haben und sind. Ich kümmere mich also um verschiedene Gebieten. Von das unsere Firma, das ist ein Gebiet, ist es die ganze Konzert, Booking, Veranstaltung. Also, Tourneeplanung. Genau. Also angefangen von Ticket drücken bis nach dem Konzert kassieren. Alles. Ich bin verantwortlich, dass das Konzert gebucht ist und auch ausverkauft ist. Wenn es Probleme sein sollten, dann werde ich gefragt, warum. Ich habe natürlich entsprechend auch ein gutes Team und ein Büro von Leuten, aber... Sie sind verantwortlich. Was machen Sie auf der Bühne? Auf der Bühne spiele ich Gitarre, singe. Jeder hat seinen Teil als Soloist und als Background-Singer. Und ich spiele Lead-Gitarre, also E-Gitarre und auch andere Instrumente, aber meistens Akustik und E-Gitarre. Also wer einmal ein Konzert von Ihnen gesehen hat, wird Sie ja heute hier nicht wiedererkennen. Ne? Sie sind ja ziemlich im Glitterkostüm und springen auf die Bühne. Und also Sie sehen dagegen wirklich eher aus wie der Tourneemanager heute Abend. Ja. Auf der Bühne, wir ziehen uns so, wie man sich gerade fühlt. Man hat so für jedes Tournee vielleicht entsprechend so und so viele Kostüme. Und normal, wenn ich abends ausgehe, dann ziehe ich mich anders aus. Wenn ich arbeite, auch anders. Und wenn ich dann was anderes mache. Das sind zwei Welten, das sind verschiedene Sachen. Wir haben eben gehört, wie viele Exemplare wahrscheinlich die Bücher von Herrn Forsyth verkauft haben. Wissen Sie, wie viele CDs die Ja, wir haben also insgesamt mit unseren ganzen CDs, wir haben schon über 18 CDs. Gesamt über 20 Millionen CDs verkauft, plus dazu sehr viele Videos, sehr viele andere. Toll. Und wie viele Konzerte gibt es dieses Jahr? Also wir geben jedes Jahr ungefähr 100 bis 120 Konzerte. Und ja, also früher haben wir noch mehr gegeben. Wir haben es reduziert, weil wir auch entsprechend auch Videoaufnahmen machen müssen und. Also verschiedene Sachen, die wir machen müssen. Leben Sie auch im Schloss Gümnich? Das hat die Familie ja gekauft vor einigen Jahren. Auch, ja. Oh. Auch, teils, aber nicht, teils. Nur. Nicht nur. Sie leben mit Ihrer Freundin in Köln. Darf denn, nicht in Köln. Oder wo immer, wir sagen jetzt in Köln, ne, als kleine Irreführung. Darf man denn als Popstar überhaupt sagen, dass man eine Freundin hat? Ist das nicht für die Fans, für die weiblichen Fans schlecht? Nö, also ich weiß nicht. Also ist mir auch egal. Ist egal. Sie gehen damit sehr offen um. Ja, also warum nicht? Ich meine, ich bin ja nicht zwei Wochen mit meiner Freundin zusammen, wir sind schon Jahre zusammen. Und das ist ja Das dürfen die Fans auch wissen. Das darf jeder wissen. Und aber ich, ja, wenn jemand mich fragt, dann sage ich auch, dass ich eine feste Frau habe. Ganz normal. Ich sagte eben, wenn man sie von der Bühne kennt, dann würde man sie vielleicht nicht unbedingt wiedererkennen. Wenn man sie so erlebt wie jetzt, dann würde man eigentlich auch nicht glauben, dass sie an so extremen Wettbewerben teilnehmen. Der eine heißt Iron Man. Was machen Sie da? Das ist also, ich habe da mal so ein Video gesehen, ich konnte das ja nicht glauben. Ja, es ist halb so tragisch, man denkt, es ist viel, aber wenn man sich dafür aufbaut und dafür sich trainiert, dann kann das eigentlich jeder schaffen. Na, Sie kennen mich nicht, was Sport anbelangt. Ja, doch, schaffen Sie auch. Es muss nicht jedes Mal irgendwie das volle Distanz sein, es kann auch kurze Distanzen sein. Aber Bewegung ist. Sagen Sie mir, was man beim Ironman macht. Ironman in Hawaii, ne? Da hat es ja angefangen, glaube ich. Alles. Ja, in Hawaii hat es angefangen. Jetzt mittlerweile gibt es 8 Official Ironman Races weltweit. Das ist eine Disziplin mit Schwimmen, 3,8 Kilometer, 180 Kilometer Rad und im Anschluss gibt es einen Marathonlauf mit 42 Kilometer. Mein Gott, in wie vielen Tagen macht man das? Das macht man in einem Tag. Also, das muss man. Nochmal, wie viel war das? Wie viel Schwimmen? Vier? Also knapp 4 Kilometer. 4 Kilometer schwimmen. Und 180. Dafür würde ich schon 3 Wochen brauchen. Nein. Ja.
Und dann 180 Kilometer Fahrrad? Ja, und dann 42, also ein Marathonanschluss. Ja, eigentlich sind das 3 Marathons in einem Tag. Ja, ja. Vielleicht das Schwimmen ein bisschen weniger, aber das Rad dann dafür ein bisschen mehr. Gibt es da auch ein Zeitlimit an diesem Tag? Es gibt ein Zeitlimit. Man muss unter 15, 16 Stunden ankommen, also verschiedene Races mit verschiedenen Strecken, verschiedene Zeiten. Aber 15 bis 16 Stunden ist Curfew Time, also Schluss. Und wenn man nicht unter der Zeit ist, dann ist man kein Official Finisher. Also, da hat man zwar mitgemacht, genau. Aber man ist nicht offiziell ein Sieger, einer der Sieger. Gehen Sie ins Wasser und kommen Sie aus dem Wasser raus, springen aufs Fahrrad und laufen gleich, ja. Ohne Unterbrechung? Man kann sich auch Zeit nehmen, aber das ist dann entsprechend dann hinterher Zeit verloren. Ja, klar. Womit, also Sie gehen direkt? Also so schnell wie es geht. Also mein schnellstes, also Zeit, die man so dazwischen hat, war einmal von Wasser auf Rad, 1 Minute 42. Das ist also mit ungefähr 50 Meter Laufen, Anziehen, Ausziehen und aufs Rad und dann wieder raus. Und von Laufen auf Rad auch 1,39. Also es gibt manche, die es noch schneller schaffen, die Profis, weil die ziehen sich gar nicht mehr an. Die bleiben einfach so, wie die sind. Aber ich denke, Kleidung ist für mich sehr wichtig, weil dann, ich meine jetzt, dass man auch entsprechend trockenes Kleidung hat, meine ich. Ja, Sie kommen ja nass aus dem... Genau. Aber jetzt muss ich was ganz Indiskretes fragen. Man muss doch in 16 Stunden auch mal Pipi machen. Ja, also man hat 2 Möglichkeiten. Entweder man hält an, man geht auf die Seite, oder am Anfang habe ich das immer gemacht und dann habe ich mich immer gewundert, wie die Profis das machen. Und ich kenne viele Kollegen, die sehr gut sind, und habe die gefragt, und die machen das unterwegs, einfach auf dem Rad. Und dann wird man von den Verpflegungsstellen Wasser gegeben, dann wird man einfach überall gesprüht und dann ist es irgendwie weg. Und das kostet Zeit. Aber Zeit ist nicht das Schlimmste, sondern das Rhythmus. Der Rhythmus? Der Rhythmus. Wenn man anhält, dann hat man dann eine halbe Minute verloren. Ja. Aber dann ist man irgendwie vielleicht von Muskeln ein bisschen steif. Man muss wieder an. Dann ist man wieder überholt worden. Dann ist man demotiviert. Und diese ganzen Elemente, die man braucht irgendwie. Und wie ist es mit Essen und Trinken? Man hat unterwegs Verpflegungsstellen, bestimmten Kilometern. Und man bekommt, Wasser. Man kriegt das zugereicht? Ja, genau, zugereicht. Und man radelt weiter oder läuft weiter, genau. Und isst ein Brötchen. Ist unterwegs so, wie man kann. Was. Manche halten auch an, aber dann ist auch die Zeit, die flöten geht. Wie oft waren Sie dabei? Also in Hawaii erstmal? In Hawaii war ich schon 2-mal. Mhm. Hawaii ist die Weltmeisterschaft. Ich habe jetzt, Ironmans. Ich hatte vor ein Konzept, was ich realisieren wollte, was vorher mein Trainer Hubert Schwarz geschafft hat. Früher gab es nur 5 Official Ironmans, jetzt gibt es 8. Und ich habe mir vorgestellt, ob ich alle 8 schaffen könnte. Dann habe ich alle 8 Ironmans in einem Jahr geschafft. In einem Jahr? Also Australien, Neuseeland, Lanzarote, Brasilien, Zürich in der Schweiz, Rot in Deutschland, Kanada und Hawaii. Ne? Und die in einem Jahr. Und das war irgendwie so ein Ziel, geschafft. Bin auch der erste Athlet, die das geschafft hat. Aber, naja, das... Oh ja. Nein, es ist... ich habe auch mein Bestes jedes Mal gegeben. Also habe mich jede Zeit... Also mein letztes Rennen war auch meine beste Zeit. Es war nicht so, dass meine Zeit immer schlechter ging und irgendwie gerade mit 15 Stunden reinkam. Es war schon so, dass ich mir Rennen für Rennen verbessert habe. Aber ich glaube... Dieses Paket würde ich nicht noch mal machen. Einmal. Wie viele starten denn in Hawaii? In Hawaii gibt es knapp 1500 Starter. Und die schmeißen sich alle ins Meer auf einmal? Teilweise sind schon ins Wasser. Es gibt so eine Line, die man nicht durchqueren darf. Und beim Startschuss? Und beim Startschuss gibt es so eine Kanone, die irgendwie losgeht. Und dann schießen alle los. Am Anfang muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie die Brillen ausgeschlagen bekommt oder dass man... Wenn man eine blutige Nase kriegt, dann also ist es so nah sind. Also die Triathleten sind sehr friedliche und sehr kalme Leute, ja. Aber ins Wasser, man sieht einfach nicht. Und man versucht nach vorne zu kommen. Klar. Und man tretet jemanden mit dem Fuß ins Gesicht, ohne zu wissen vielleicht. Und das ist dann nicht gut. Es gibt ja nun noch Steigerungen, was man sich nicht vorstellen kann. Also ich kann mir das schon nicht vorstellen, dass man das macht.
Es ist wirklich nicht so. Ja, naja. Können Sie sich vorstellen, das zu machen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe einen gesehen einmal. Haben Sie mal einen gesehen? Einen Triathlon gesehen. Ja. Und das war genug. Das war genug. Das glaube ich. Aber jetzt gibt es ja noch Steigerungen. Es gibt auch andere Distanzen. Es gibt auch zum Beispiel, also Bezug auf Triathlon, das Ultraman in Hawaii, die Weltmeisterschaft. Und was macht man da? Da schwimmt man, also es ist dreifacher, so dreimal das, was wir jetzt von erzählt haben. Nein. Doch. Und das auch in einem Tag? Nein. Nein, das ist verteilt in drei Tagen. Nein, ne? Muss ja sein. Und das ist auch ganz gemein, weil man schwimmt ganz draußen im Meer und man radelt über ziemlich steile Bergen und dann läuft man auch in die Lavafelden, die auch sehr, sehr heiß sind. Und dann waren Sie ja jetzt auch noch im Himalaya. In Nepal, ja. Oh ja, in Nepal. Ja, genau. Das ist doch hoch, oder? Nepal war ein Rennen, die über 100 Meilen ging, also 160 Kilometer. Und das waren mit insgesamt 5.900 Höhenmeter. Also wir haben angefangen bei 2.500 und ging bis 5.000 und also hin und hoch. Aber kann man dann noch atmen? Ich war mal mit so einer Bahn, bin ich raufgefahren, aufs kleine Matterhorn, ich glaube 4.000. Das können die schon oben auf der Balustrade. Ich habe nichts gemacht, nichts. Konnte ich kaum atmen. Wenn man sich dafür klimatisiert vor Ort, dann ist es nicht so schlimm. Aber ich habe mich dafür nicht klimatisieren können, weil ich habe nur einen Tag vor das Rennen kommen müssen, weil ich arbeiten musste. Ja. Und haben es trotzdem geschafft? Ich bin 9. im Ziel gekommen. Warum? Warum macht man sowas? Warum? Ich glaube, ist doch unglaublich. Man baut es auf. Das ist nicht irgendwie so gedacht, jetzt mache ich mal so einen Ultraman. Man fängt an mit so einem kleinen Volkslauf, man baut sich auf einen kleinen Triathlon, man macht dann so einen Halb-Ironman, dann macht man einen ganzen Ironman, dann macht man einen Marathon oder davor einen Marathon. Und dann irgendwann ist es irgendwie, so kommt läuft man, man automatisch. Ja, aber es muss doch trotzdem irgendetwas geben, was diesen inneren Schweinehund, kennen Sie den Begriff? Ja. Das ist ein sehr typisch deutsches Wort. Der innere Schweinehund, wir haben viele Schweinehunde. Der innere Schweinehund, der muss doch überwunden werden. Wie macht man das? Woher kommt diese Disziplin? Ja, man muss das Ziel wollen. Und das Rennen an sich ist hart, aber was noch härter ist, ist das Training. Ja, das glaube ich. Weil beim Training ist kein Zuschauer dabei oder keiner, man ist ganz alleine. Also jetzt frage ich was ganz Blödes, glaube ich. Hat das auch etwas Meditatives? Bei mir nicht. Es hat mehr, ich versuche schon beim Rennen oder beim Training im Kopf, beim Rennen besonders, beim Training mehr bearbeite ich auch Sachen, die ich im Büro oder musikalisch also komponiere. Aber beim Rennen? Beim Rennen, man muss sich ständig, also ich konzentriere mich ständig, wie der Körper sich momentan fühlt. Braucht der Körper Ernährung? Braucht der Körper Flüssigkeit? Ist man jetzt mit dem Impuls zu hoch? Ist man jetzt, veraufgabt man sich jetzt zu viel? Weil man hat entsprechend über 10 oder mehr Stunden, die man verteilen muss. Man muss die Kraft gut teilen. Wenn man die ersten 3 Stunden durchpowert, dann ist man also durch. Findet das Ganze viel im Kopf statt? Sehr viel im Kopf. Man muss mit das Disziplin sind natürlich die Sportarten und auch der Kopf, der Geist, die Stärke. Der Körper kann so viel mehr geben, als wir denken. Ständig ist der Körper am Schreien, hör auf, trink doch was, ist doch egal, ob du 5 Minuten länger oder langsamer bist, interessiert doch keiner. Ja. Aber stimmt nicht, das Ziel ist, was zählt. Was gibt ihr? Das ist toll. Das ist faszinierend, oder? Und wenn Sie das dann geschafft haben, was empfinden Sie dann? Wenn man das geschafft hat, dann fühlt man sich vielleicht sofort und auch hinterher. Man hat so ein ruhiges, gutes Gefühl über sich selber. Und man hat auch, ich glaube, zumindest für mich ist es so, dass mein Sport mich geholfen hat, in meinem Beruf, in meine Musik und in meinem Privatleben Sachen besser zu machen. Das heißt, disziplinierter, konsequenter, stärker, über längere Zeit, nicht in einer kurzen Zeit was zu schaffen, sondern überlegter. Man arbeitet auf eine bessere Ebene. Und man gibt nicht so leicht auf, man will mehr Qualität, man ist dann,
man will auch nichts umsonst. Man versucht das zu schaffen, was man für sich will. Und man will nicht irgendwas, was man nicht zugehört. Und man weiß auch, dass wenn man etwas Besonderes erreichen will, dass man auch besonders viel dafür tun muss. Man muss viel dafür tun. Also die Strecken kann man nur schaffen und sich verbessern in Zeit oder andere Etappen schaffen, die noch länger sind. Nur dadurch, dass man sein Training Tag für Tag diszipliniert durchzieht. Aber wie trainieren Sie, wenn Sie irgendwo unterwegs ein Konzert haben? Sie touren durch die ganze Welt. Und da sind auch sehr gefährliche Städte dabei. Gehen Sie dann nach dem Konzert noch laufen? Auch, zum Beispiel jetzt Sarajevo. Wir waren jetzt dieses Jahr und vorletztes Jahr. Ich meine letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und da habe ich 2,5 Stunden durch Sarajevo durchgelaufen abends. Ich kenne alle Städte. Abends laufe ich einfach. Und was ist, wenn Sie sich verlaufen? Da ich nehme immer ein bisschen Geld und ein Handy und ein Taxi, also die Karte von Hotel und finde immer, also selten, also bis jetzt war es nicht so, dass ich nicht gefunden habe. Ich habe mich manchmal verlaufen und dafür müsste ein paar Stunden mehr laufen, aber ankommen immer. Aber angekommen sind Sie immer. Das ist fantastisch. Was sagt die Familie dazu? Meine Familie am Anfang dachte, Joey, übertreib's. Ich war immer so jemand, der irgendwie was will und tut und hammert drauf. Ich bin nicht jemand, der sehr intelligent ist. Nee, es ist so, wirklich, glauben Sie mir. Meine einzige Intelligenz ist die Konsequenz und die Arbeit. Und das bringt mich weiter. Und dann haben die gedacht, oh Gott, Joey, jetzt, das ist ja zu viel. Weil besonders bei einem Moment, wo ich von einer Woche auf die andere Woche 2 Ironmans gemacht habe. Und das war schon viel. Also das würde ich heute, ich glaube, nicht wieder machen müssen. Und dann haben die gedacht, Joey, da der Herz platzt. Und, aber stimmt nicht. Also ich bin mit meinem Trainer Hubert Schwarz, einem guten Coach, wir haben einen guten Arzt, der mich auch untersucht. Sie werden doch immer untersucht. Ich habe gute Blutwerte. Ich habe ein Herz, der nicht groß ist, der stark, aber klein ist. Ich habe EKG-Testen ständig, also ich gehe schon aufs Limit. Aber jetzt akzeptiert das die Familie. Die Familie, es ist so, dass 4 von der Familie, Patrick, der bei Ihnen hier war, und die Maite, die haben beide jetzt schon ihren ersten Läufe gemacht. Und auch angesteckt. Die Patricia hat auch ihren ersten Triathlon gemacht, kurzen Triathlon und auch einen Halbmarathon. Und die Barbie hat auch einen kleinen Duathlon und einen 10 Kilometer Lauf gemacht. Also die fangen alle, die machen das so nebenbei, just for fun. Aber ich glaube, bei vielleicht Paddy ist das Tendenz da, vielleicht gut zu werden, weil der auch von Körper und Gewicht gut geeignet ist. Die anderen machen das so man just for fun. Man muss natürlich so sehr gesund sein und muss auch also für sowas geeignet sein, denke ich schon. Auch jemand, der raucht. Ja, aber das tun Sie nicht. Ich rauche nicht. Nee. Also ich wünsche Ihnen natürlich noch viel Erfolg. Danke. Und vor allem, dass Sie weiterhin so viel davon bekommen und dass Ihnen das so viel Spaß macht. Denn wenn man das sieht, dann denkt man ja wirklich, also die sind ja halb tot. Ich hab übrigens, wir haben ein aus dem Video von Ihnen, das zeigen wir noch schnell, wie Sie da ankommen und wie soll ich sagen, also kaputt. Aber es ist halb so tragisch, es ist nur so Übersäuerung von den Muskeln. Da. Das sieht ja nur so aus. Naja, ein bisschen anders als heute Abend sehen Sie da schon aus. Guck mal, völlig geschafft. Gut. Das war ein heftiges Rennen, das stimmt. Das war Lanzarote, das war ein ganz harter Tag, da habe ich ein bisschen noch geheult. Ja, ein bisschen geheult, aber vor Freude vielleicht. Stimmt, vor Freude, weil mein Bruder geheult hat. Vor Erschöpfung und vor Freude. Genau. Aber man sieht schon, dass das heftig ist, ne? Ja. Tut's weh? Nee, es ist nur ein Kopf. Also als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, der ist krank. Aber jetzt, nachdem ich das erlebt habe, was Sie sagen, muss ich sagen, große Bewunderung. Dankeschön, vielen Dank. Und vielen Dank. Heidemarie Kremer. Danke. Sie sind 36 Jahre alt, sind Ärztin und ich sagte schon bei der Vorstellung, dass Sie sich bei der Arbeit angesteckt haben und jetzt HIV-positiv sind. Seit wann wissen Sie das? Ich habe das 1988 erfahren. Und wie haben Sie es erfahren? Ich meine, da muss man ja einen Test machen. Mhm. Und
So aus heiterem Himmel macht man sowas nicht. Ich selbst wäre nie auf die Idee gekommen, den Test machen zu lassen, weil es gab keinen Grund. Ich gehörte keiner Risikogruppe an. Ich hatte meinem Mann erzählt, ja, ich habe auch HIV-positive Patienten behandelt. Auf einmal gab es Panik. Du könntest dich ja bei der Arbeit angesteckt haben. Und dann war auch in Planung, wir wollten vielleicht auch mal Kinder haben. Und diese Panik, die war einfach da. Und ich wollte diese Panik beruhigen, habe den Test gemacht, um meinem Mann zu beweisen, das ist alles unbegründet. Und dann am Abend vor dem zweiten mündlichen Staatsexamen habe ich dann erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Und haben Sie es gleich geglaubt? Ich habe es erst nicht geglaubt, obwohl der HIV-Test und auch der spezifische Western-Blot-Test, beide Tests positiv waren. Es ist eigentlich ein sehr sicheres Ergebnis, war, aber ich konnte mir nicht vorstellen, woher. Es war für mich erst, es war doch der Funken Hoffnung da, es ist ein Testfehler. Und haben Sie es nochmal, also Bestätigungstest machen lassen? Als ich dann bei der Ärztin war, das Ergebnis erfahren hatte, die Ärztin war auch ganz erstaunt. Wir konnten es beide nicht glauben. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gering war, dass es ein Testfehler war, wir haben noch mal Blut abnehmen lassen. Ich bin auch am nächsten Tag in mein Examen gegangen und wir hatten auch vorgehabt, eine Reise zu machen und wir haben auch diese Reise gemacht. Aber dann musste ich leider doch erfahren unterwegs, dass dieses Testergebnis positiv war und dass es nichts dran zu rütteln gab. Was hat Ihr Mann gesagt? Also für meinen Mann war der Schock groß und es war erstmal die Frage auch, ja, habe ich ihn angesteckt? Das war die große Angst natürlich. Das war auch meine große Angst und dann unglücklicherweise waren wir zu der Zeit in Indien und sind fast 3 Monate nach Indien und konnten uns nirgends testen lassen. Wir haben die Reise abgebrochen, weil wir einfach auch damit nicht mehr leben konnten, sind nach Deutschland zurück und haben dann erfahren, dass mein Mann negativ ist. Da ist der große Stein vom Herzen gefallen. Ja. Wie können Sie sich angesteckt haben? Darüber müssen Sie ja nachgedacht haben. Ja, das war natürlich auch während der Indienreise. Es ging ständig im Kopf herum. Und dann fiel mir ein, dass ich 1986, war immer regelmäßig zum Blutspenden, war ich zum letzten Mal zum Blutspenden. Ich habe dann, als ich zurück war, auch nachgefragt. Der Test war gemacht worden, er war negativ, also konnte man dann auch schon den Zeitraum einkreisen. Ja, und innerhalb von diesem Zeitraum gab es eigentlich die einzige Möglichkeit, die Arbeit. Und plötzlich bekam ich ganz hohes Fieber und wurde in die Uniklinik eingeliefert und habe dann mit dem Professor auch drüber gesprochen, über meine HIV-Infektion, natürlich wegen dem Fieber und dann auch, dass eben ich auch den Verdacht habe, dass ich mich vielleicht bei der Arbeit hätte anstecken können. Und plötzlich blickte ich in ein ganz entsetztes Gesicht und da kam die Warnung, versuchen Sie ja nicht, das als Berufskrankheit anerkennen zu lassen. Da ziehen Sie nur den Kürzeren. Und obendrein noch der Satz, vielleicht haben Sie es ja von den Stechmücken in Kalifornien, obwohl das vor meiner Blutspende war. Was kann denn passiert sein? Sie haben das ja nachher, Sie haben ja den Prozess geführt, da kommen wir gleich noch drauf. Und wurden als erste Ärztin wurde die Infektion als Berufskrankheit anerkannt. Da muss da ja auch darüber diskutiert worden sein, wie es passiert sein konnte. Ja, es war für mich erst auch unbegreiflich, warum gerade ich. Und ich kam mir eigentlich als jemand vor, der sehr vorsichtig war. Und ich habe beim Blutabnehmen auch immer schön Handschuhe getragen. Es gab auch welche, die mich schon deshalb ausgelacht hatten. Aber dann fiel mir ein, das Typische, wo man nicht dran denkt, die Hektik und Situationen, Notfallsituationen. Es war halt so, dass ich sehr viel Nachtdienste gemacht habe während dem Studium in der Krankenpflege. Und wir haben dort immer die ganzen Ampullen und Infusionen gerichtet. Es gab halt Glasampullen, die damals noch keine Bruchrillen hatten, die man so schön aufbrechen musste mit 2 Tupfern und diese Glassplitter, die diese Schnittwunden hinterließen. Und da ist mir öfter auch schon Blut von Patienten oder auch eben Blutprodukte über solche Schnittwunden gelaufen, in Situationen, wo es halt eilig war, wo man einfach zupacken musste, wo man nicht mit Handschuhen arbeiten konnte. Es gab ja ab 85 gab es ja diese Virustests für die Blutprodukte, also für Spenderblut. Ja. Ja. Und Sie haben sich ja danach infiziert. Ich meine, es gab ja nachher auch einen großen Skandal. Es wurde ja sogar das Bundesgesundheitsamt aufgelöst. Hat das da eventuell auch etwas damit zu tun, dass da noch länger nicht getestete Produkte verwendet wurden? Es war dann so, ich habe dann natürlich das auch eingereicht als Berufskrankheit und dann wurde ein Gutachten gemacht. Und das musste dieser Professor, der mich gewarnt hatte, selbst unterschreiben. Es war sein Kollege,
Der hat das Gutachten angefertigt und er hatte auch seine Unterschrift drunter setzen müssen. Und da stand dann drin, dass selbst nach 1987, wo man auch Verfahren hatte, wo man auch Blutprodukte Virus inaktivieren konnte, hatte man diese ganzen Produkte, die nicht virusinaktiviert waren, wie man es schon hätte machen können, noch im Einsatz gehabt. Und Stichproben hatten auch ergeben, dass da einzelne Produkte wohl dabei waren, die HIV-positiv waren. Und meine Patienten, das waren sehr viele Leukämie-Patienten, die hatten sehr viele Blutprodukte, Blutkonserven, auch schon vor 85 bekommen. Und da war natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch. Da haben sich auch einige angesteckt. Da haben sich auch einige angesteckt, aber später hat man immer wieder versucht, im Laufe des Prozesses das zu leugnen. Es hieß also, wenn sich da jemand in der Klinik angesteckt hätte, es sei nichts davon bekannt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dort angesteckt hätte, sei 0,000%. Und wenn sowas sei, dann müsste es sich um anekdotische Fälle handeln. Und das war natürlich für mich auch etwas, was mich sehr angestachelt hat. Es war 1989, als ich das erfahren hatte. Und es war noch nicht publik von diesem ganzen Skandal. Und ich wollte irgendwie versuchen, es auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber es war sehr schwer, weil ich eben dann doch mich entschieden hatte, in meinem Beruf zu bleiben. Und da musste ich eben anonym bleiben. Der Prozess, den Sie dann später angestrengt haben, der hat das ja öffentlich gemacht. Zunächst nicht. Auch nicht. Ich habe also zunächst wirklich ein doppeltes Leben geführt. Also ich habe sehr im begrenzten Rahmen mit der HIV-Infektion offen gelebt. Und das mit den Blutprodukten habe ich versucht, öffentlich zu machen, indem ich unter Pseudonym ein Buch geschrieben hatte. Es gab ja auch die ersten Jahre in diesen Jahren einen Plan, eventuell HIV-infizierte Ärzte nicht zuzulassen als Ärzte. Ja. Und Sie sind, glaube ich, deswegen auch eine Zeit lang nach England gegangen, ja. Haben dort Ihr medizinisches Jahr gemacht. Und dann wurde aber dieser Plan fallen gelassen, dann kamen Sie zurück und haben dann als Ärztin gearbeitet. Ja. Was haben denn Ihre Ärzte Ihnen gesagt, was Sie für eine Lebenserwartung haben oder welche Folgen diese Infektion für Sie haben könnte? Also zu den Zeiten konnte man sehr wenig sagen. Es gab, 1990 kamen die ersten Medikamente und ich hatte das Pech gehabt, dass ich auch sehr schnell schlechte Blutwerte hatte und ich habe auch mit den Medikamenten begonnen. Aber dann habe ich sowohl von den Ärzten als auch durch eigene Recherchen erfahren, dass mit einem Medikament alleine man gar nicht so eine Verlängerung der Lebenserwartung bringen kann. Und die erste Reaktion war, als ich das erfahren hatte, habe ich natürlich auch selbst nachgeschaut in Büchern und da stand dann, also eine Lebenserwartung von 3 Jahren und eine HIV-Infektion führt unweigerlich zu AIDS und AIDS führt unweigerlich zum Tod. Also damit bin ich erstmal ausgegangen. Aber das war nicht das, was ich in mir gefühlt habe. Ich merkte irgendwo, das ist es nicht. Ich habe Leben vor mir und habe auch danach gelebt. Also ich habe mich einfach nicht danach gerichtet von dem, was erst da war. Sie haben dann eben diesen Prozess geführt. Der hat 9 Jahre gedauert. Ja. Wie kann man das erklären? Sie sind ja bis zum Bundessozialgericht, also bis zur letzten Instanz, und haben dann, das habe ich schon gesagt, gewonnen. Erstmal, warum haben Sie das gemacht? Ging es da um die Rente? Oder? Um die Rente ging es nicht. Ich war zum Schluss auch schon längst berentet, weil ich schon krank war und eine Rente war mir sicher. Aber es ging mir um das Prinzip. Also es war erst so, als ich das erfahren hatte, dachte ich erst, ich bin vielleicht nicht die Einzige und das hat sich bestätigt. Ich habe auch später von anderen erfahren, dass sie in ähnlichen Situationen waren und sich nicht getraut haben, einen Prozess zu führen, weil sie Angst hatten, mit dem Prozess öffne ich mich, obwohl es ja eigentlich gar nicht so ist. Und ich finde es auch wichtig, da aus diesen Ängsten herauszubrechen, dann auch offen zu gehen. Und was für mich war der Blutskandal und die Möglichkeiten, sich zu infizieren, man hat es einfach alles abgetan. Und dann auch der Prozess hat so lange gedauert, weil eine gewisse Taktik dahinter steckte. Man hat gehofft, wenn man das hinauszögert, erleben sie vielleicht das Ende des Prozesses nicht mehr. Ja, und man konnte schön sehen, es gibt ja gewisse Fristen, die man Zeit hat, einen Brief zu schreiben. Und eine Antwort dauerte dann immer so bis 2 Tage, bevor die Frist abgelaufen war. Dann kam der Brief. Und dann kam wieder eine Nachfrage, da ist vielleicht noch ein Formular, was fehlt, oder eine winzige Sache. Und das brachte wieder 3 Monate. Verzögerung. Ja. Da hat ja auch jemand gelesen, welche kurze Lebenserfahrung man hat und wollte das ausnutzen. Ich meine, das klingt grauenhaft, aber es muss wohl so sein. Da waren ja alle in einer, also Industrie und beteiligte Gutachter und die Versicherungsanstalt war auch nicht so wahnsinnig interessiert, dass sie den Prozess gewinnen, aber sie haben es getan. Haben Sie das gefeiert, als Sie dann endlich gewonnen haben? Als ich endlich gewonnen hatte,
war dieser Prozess eigentlich gar nicht mehr von Bedeutung für mich. Also für mich war von Bedeutung, dass sich die Gesetze ändern, und das war schon mit der zweiten Instanz. Dann haben sich die Gesetze sowohl für HIV als auch für viel weiter verbreitete Berufserkrankungen, für die Hepatitis, erleichtert. Und das war auch mein Ziel und das hatte ich erreicht. Aber das andere war für mich dann eigentlich nur noch Nebensache. Ich war beim Bundessozialgericht selbst gar nicht mehr da. Ich lag im Bett, ich war schwer krank, und für mich begann eigentlich in dem Moment der Prozess, wo ich ums Überleben kämpfte. Schwer krank, heißt das, dass das AIDS schon ausgebrochen war? Es war so, dass mein Immunsystem, gut, das war es schon lange, sehr schwach war, aber dass ich dann doch auch Symptome bekam. Ich hatte zwar seltsamerweise nie irgendeine AIDS-typische Erkrankung, also wo man sagt, das ist jetzt AIDS, aber Das Immunsystem war schwach, und ich merkte einfach, ich hatte keine Kraft mehr. Ich konnte einfach nur noch im Bett liegen. Es fehlte jegliche Energie und da konnte ich nichts mehr machen. Wie geht es Ihnen jetzt? Jetzt geht es mir wesentlich besser. Ich fühle mich natürlich noch eingeschränkt. Das Immunsystem hat sich trotz der Medikamente, wie man oft hört, Medikamente bewirken so viel und man kommt wieder in alles zurück. Aber ich habe mich leider nicht so erholt und bin noch immer so, dass ich jederzeit gefährdet bin, dass ich irgendwelche Erkrankungen bekomme. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Ich habe gelernt, auch besonders durch diese Phase, wo ich so wenig Kraft hatte, mit wenig Kraft viel zu tun. Mir einfach die Zeit anders einzuteilen, auch die Kraft anders einzuteilen. Und damit habe ich jetzt gelernt, auch wieder ein sehr normales Leben zu führen. Zwar noch nicht in den Beruf wieder zurückzukehren, was ja so insgeheim doch ein Traum ist, aber im Moment noch weit weg. Aber doch wieder viel zu tun. Sie studieren jetzt nochmal, ja? Psychologie. Ja. Aber Sie würden gerne wieder den ärztlichen Beruf ausüben. Eigentlich ja. Es war eigentlich auch der Beruf von meinem Herzen. Und es war, also dieser Schritt in die Rente zu gehen damals, das hat mich anderthalb Jahre erstmal Überlegungen gekostet. Und ich habe es dann entschlossen und habe den Schritt aber erst für ein Jahr später dann vollzogen und habe mir da Zeit gelassen. Sie sagten vorhin, dass Sie ein Medikament genommen haben und dass Sie wussten, dass das nicht allzu viel oder nicht das bewirken kann, was man sich erhofft. Inzwischen gibt es ja diese Kombination. Mhm. Sie sind Medizinerin. Können Sie nachvollziehen oder bestätigen, dass es dadurch besser geworden ist, dass die Lebenserwartung erhöht worden ist und dass mit dieser Kombination viele HIV-Positive, also Infizierte, fast ein normales Leben führen. Ja, wenn diese Kombinationen nicht gekommen wären, auch zu diesem Zeitpunkt, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Also ich war wirklich so weit, dass die Erkrankung mich auch ganz stark eingeschränkt hat. Es ging ins Knochenmark und die Blutwerte wurden sehr schlecht. Es ging auch bis ins Gehirn. Ich merkte plötzlich, dass ich nicht mehr mich richtig erinnern konnte. Mir begegnete jemand auf der Straße und es war seltsam, die Gesellschaft bemerkte es gar nicht. Ich sehe jemanden, den ich kenne. Ich sage Hallo, aber ich weiß seinen Namen nicht mehr. Der andere merkt es nicht, er geht weiter, es ist ja nichts dabei. Aber für mich im Inneren war es schon ganz schlimm. Oder ich merkte plötzlich, dass ich Zahlen nicht mehr zusammenzählen konnte, weil ich die Zahl von vorher vergessen hatte. Und ist das besser geworden? Es ist alles weg, ich studiere, es geht alles ganz normal. Ich merke überhaupt keine Einschränkungen. Nun kommt ja die große Überraschung, zumindest war es das für mich. Inzwischen sind Sie im vierten Monat, fünften Monat schwanger und erwarten Zwillinge. Ja. Das ist ja unglaublich. Da gehen einem natürlich tausend Sachen durch den Kopf. War das ein Ansteckungsrisiko für Ihren Mann? Das haben Sie medizinisch. Als Medizinerin konnten Sie das anders lösen? Das kann jeder anders lösen. Also auch wenn ein Partner infiziert ist, mein Mann ist immer noch negativ. Ja. Und dann gibt es immer Möglichkeiten, wie man dann auch schwanger werden kann, selbst zu Hause, selbst ohne ärztliche Hilfe, ohne dass der Partner einer Infektion ausgesetzt ist. Das ist ganz einfach. Das andere, was einem natürlich auch durch den Kopf geht, ist, kann man das verantworten? Und da, glaube ich, hat sich aber auch viel geändert in den letzten Jahren. Ja, es hat sich unglaublich viel geändert. Die erste Zeit war es für mich natürlich der Gedanke Kinder, wo ich gesagt habe, nein, ich weiß nicht, wie lange habe ich zu leben und halbwaisen in die Welt setzen. Und dann kamen die Phasen der Medikamente. Gut, die Lebensperspektive hatte sich vielleicht verändert, aber was machen die Medikamente?
Und werden die Kinder infiziert sein? Das war auch die andere Frage. Und es hat sich so viel geändert. Erstmal mittlerweile ist es so, dass ich im Vergleich zu einer anderen Frau kein wesentlich höheres Risiko mehr habe, ein krankes Kind auf die Welt zu bringen, als andere auch. Also das Risiko, dass meine Kinder jetzt eine HIV